Okay, weiter geht's mit dem nächsten Überfall und heute geht's weiter mit, los mit der Serie A. Und wir fangen an. Heißt Nummer 4. So. Okay, dann meine Partymitglieder. Einladung müssten alle raus sein. Markus, kommt schon, Baby. Thomas, hast du was bekommen? Weil du siehst bei mir nicht. Ich habe mich nicht unter eingeladen. Weil ich im Hangar drin stehe, glaube ich. Ich hab's nicht. Okay. Keine Ahnung, Alter. Ich bin schon aus dem Hangar drin. Weil ich im Hangar gespawnt bin. Hm. Jetzt müsste gleich was kommen, glaube ich. Lade, 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 beladen. Sonst mache ich das anders. Das auf einen ganz anderen Ort. Nee, nichts angekommen, ich join über die. Ich kann dich auch nochmal einladen, das ist nicht das Problem. Warte mal. Ich bin schon auf Baby. Du bist schon auf Baby? Das ist eigentlich der Job von Markus, aber gut. Schön, okay. Schön, dass meine Zuschauer als erstes im Stream genau diese Aussage hören. Ja, geil. Ne? So wird man doch gerne morgens wieder wohl nachmittags begrüßen, weil die Folge um 16 Uhr rauskommt. Geht ja noch bei mir um 16 Uhr. So, dann komme ich rein. Falls ihr euch irgendwie wundert, wenn hier irgendwas rummaut, sind das die Katzen. Wir haben 4 Katzen, die in der Wohnung rumlaufen, daher. Ja, dem Kev hat eine Muschi nicht gereicht, da muss er sich ein paar mehr zulegen. Richtig. Nee, wir haben ja die beiden noch von meiner Freundin noch zusätzlich hergeholt. Und die laufen hier quasi bei mir im Gästezimmer mit rum. Ich hab ja auch 2 Kater, die sind wohl. Ja, ich hab dazu interessiert. Ich hab ein Weibchen, also ein Weibchen, ein kleines, also 2 Jahre alt und ein Kater. Auch gleicher Alter, also Geschwister halt. Na, der Kater von meiner Freundin und mir ist ja bei der Schwiegermutti, weil der Freigänger ist und der hat da besseren Auslauf. Ja, wie gesagt, unsere sind alle hier. Also ich habe ja meinen Kater noch hier. Und das Weibchen von meiner Freundin. Meine Freundin hat ja 3 Stück insgesamt gehabt. Also, wir hätten halt einfach zu viel Angst, dass er hier auf die Straße rennt. Deswegen haben wir ihn drüben bei ihr gelassen. Na, das weiß ich. Wir haben ja auch hier eine befahrene Hauptstraße. Und deswegen, nee, ich wurde im 4. Obergeschoss. Da ist nichts mit Freilaufen. Der kommt halt größtenteils nur nach Hause, um zu fressen und mal ein bisschen geschmust zu werden. Und dann ist er wieder weg meistens. Wow, das wird unsere halt die ganze Zeit. So, da kommt schon wieder rein. Wen haben wir denn hier? Trevor, unser bester Freund. Und Ron. Und der komische Koch, ich weiß nicht, wie der gerade heißt. Ist das... Den hast du doch... Thomas? Ist das Thomas oder Ross Anthony hier von... Die Frau bloß nach hinten, ne? Ja, weg mit dir. Ab aus dem Bild. Oder Kev, kommt mir das nur so vor, da sieht Thomas Kack da aus wie Ross hier von Popstars damals. Wie hießen sie hier? Ja, Boses. Ja. Wobei Ross Anthony immer noch viel macht, ne? Der ist immer noch... Ja, Schlager macht er aber jetzt. Der ist ja am TV öfters noch zu sehen, ja. Ja. Aber der macht halt die Schlagerin. Den habe ich ein bisschen umgestaltet. Ja, habe ich gesehen. Du hattest nämlich ungefähr... Na, wenigstens sehen wir so nicht mehr gleich aus. Das finde ja, ich immer gut. Das ist immer gut so. Ich müsste auch mal wieder zum Friseur mit meinem... Mein Charakter wieder mit umstylen. Nee, ich nicht, weil ich bin immer sehr pingelig, was meinen Charakter angeht. Und wenn ich wieder was ändere, dann bereue ich es nachher wieder und dann ist alles scheiße. Dein Charakter sieht dir aber überhaupt nicht ähnlich. Ja, das ist ja auch gut so. Ach, was? Ich hab da kein Problem mit. Oh, oh Gott, die Müllwagenmission, ich erinnere mich.
Das ist die ätzende Mission. Ja gut, die Serie A finde ich allgemein ziemlich ätzend, was ich überfalle. Finde ich einer der schlimmsten. Ich bin doch kein Müllmann. Doch. Ich zieh alle zurückweisen. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich bei so einem Trevor vor der Nase stehen würde, würde ich auch jedes Mal zurückweichen. Thomas? Thomas, du bist kein Müllmann. Nee. Du wärst also lieber der Beutel, oder wie soll ich das verstehen? Der Thomas, der Thomas, der Thomas, der sackt sich die Beutel selber ein. Okay, aber jetzt geht's eigentlich erstmal damit los, heute ein bisschen Kokain von der Name Yacht zu holen. Obwohl der größte Sack hier ist ja immer noch Kev. Schnauze. wir suchen jetzt noch ein viertes Team mit Kate. Der Markus hat uns leider heute verlassen. Okay, gut, da kann ich was anderes machen. Tschüss. Bitte was? Du bleibst hier. Markus, bleib doch hier. Ohne dich ist so langweilig. Auch solange Baby da ist, bleibe ich auch. Richtig. Baby ist mein Fall, ja? So wie gestern, dein, ne? Dein Reinfall, oder was? Ihr könnt euch jetzt quasi noch Munition oder was kaufen, was ihr immer noch braucht. Bevor ich hier starte. Okay, du hast Schwierigkeit normal genommen, ist gut. Ich bleib jetzt bei den beiden letzten auf normal. Wenn du die jetzt auf schwer spielst, das ist. Also gerade jetzt beim Müllwagen, also gut, jetzt ist noch Kokain, das ist noch relativ einfach. Aber ab dem Müllwagen wird es ein bisschen tricky. Ich bleib bei normal. Da wir die 10 Millionen Challenge nicht in der Aufnahme machen. Zumindest noch. Vielleicht machen wir die irgendwann mal im Stream oder so, aber jetzt nicht. So. Ja, dann musst du halt bestimmt schon streamen. Und das kann ich halt nicht in der Aufnahme, aber ich kann halt maximal eine Stunde halt aufnehmen hier. Pro Folge. Wobei ich bei, ich glaube, zwei Folgen bisher schon relativ nah dran gekommen. Da war ich irgendwie bei 56 oder 58 Minuten. Ja. Aber wenn du so weitermachst, dann nimmst du jetzt gerade nur dein Gelabere auf. Also. Ist mir doch Wurst, ob ich das jetzt mal aufnehme. Wir haben tatsächlich auch Leute unter das Video schon geschrieben, ich soll ein bisschen mehr reden. Also ich soll ein bisschen mehr erklären, ein bisschen mehr reden. Gerade jetzt bei GTA. Deswegen versuche ich das jetzt gerade ein bisschen. Ich habe alles drin. Okay, Markus Baby auch bereit? Ja. Thomas hat alles drin, das ist ja eklig. Können wir jetzt? Ja, ja, ich warte doch nur auf euch. So. Ja, hier bleibe ich auch. Genau, dann gehe ich mit Markus aufs Boot, wenn das passt für euch. Moment. Soll ich die Übertragung hier starten, ne? Meine läuft schon halt. Ja, mach auf jeden Fall, würde ich sagen. Weil dann haben wir beide Perspektiven mit drin. So. Also von mir aus können wir loslegen. Ja, doch. Willkommen und morgen. Markus, du hast eine tolle Maske auf, die solltest du öfters tragen. Ja, vor allem wenn du dabei bist. Ja, welche eine mache ich schon? Burgershot. Please kill me. Ja, nee, ist klar. Scheiße, ich hab die falsche Tüte. Ich hab die falsche Tüte. Da ist bestimmt noch der Käse noch in der Tüte drin. Ah, geil. Ja, ich hab jetzt die Please kill me Tüte an. Hier der kleine James Bond Abschnitt hier im Wagen hier. Ja, ihr habt wahrscheinlich ein anderes Ziel. Ja, warte, dann geh ich halt zu Kevin mit rein hier. Komm endlich her. In sein Opa-Auto. Du doch her. Hat ein panzertes Auto. Er braucht da jetzt noch nicht. Braucht man doch noch nicht. Der weiß ich gar nicht. Ich werde das nie verstehen, warum man im Rockstar Club für die Crew eigene Rangnamen eingeben kann und dann werden die aber im Spiel nicht angezeigt. Keine Ahnung. Ich habe nämlich eigentlich die ganzen Crew-Ränge anders benannt. Okay. Kevin, warum habt ihr nicht eigentlich von Markus das Auto genommen, wenn ihr zum Fünften seid? Wir fahren mit meinem jetzt. Ich habe die Mühle jetzt ja gerade erst gekauft. Das ist ein schwimmfähiges Auto. Ach, wir brauchen jetzt schwimmfähiges Auto. Thomas, das Ding ist, dass Kev eine weibliche Sache hat und das ist sein Kopf, den er immer durchsetzen muss.
Mir ist das doch ziemlich wurscht. Ich habe gar nicht auf geachtet, was Markus für ein Auto hat. Wir hätten noch das Ding nehmen können. Ah, er fühlt sich als Mädel. Hä? Na, so oft, wie du mir beim Schalten irgendwo hinfassen wolltest, Kev, könnte ich doch schon hinkommen. Ich brauche nicht schalten, das Ding ist Automatik. Wollen Sie fliegen, Frau Pennywise, oder soll ich fliegen, Baby? Na, lieber. Du weißt genau, wenn ich in den Helikopter lande. Jetzt kommt die wichtige Frage. Wer ist mehr abgehoben, Thomas oder Yvonne? Ich fliege als Astro. Astro heißt ja fliegen. Astroid. Stopp. Jetzt mal die Papiertüte mal den Kopf ziehen. Nee. Hier, fahr mal das Boot, bitte. Ja, dann lass mich auch ran. Ja, Das sage ich zu Yvonne auch immer. Ach Gott. Irgendwie hat er gerade keinen Bock. Ja, das war bei mir gerade auch so, da bin ich auch da hängen geblieben. Dass du hängen geblieben bist, das weiß ich. Ja, ich habe ja auch mal so viel mit dir zu tun. Ach Gott. Wann kannst du aus dem Hubschrauber raus schießen? Ja. So. Einfach hier davor halten oder was? Ja, wie auch immer, genau. Geht ihr drauf? Wir sind dann im Standby gegenüber dir, ja. Ein bisschen verloren. So, hier ist halt einer gefühlt. Ach, der ist tot schon. Okay. Ich hatte fast gedacht, der wäre hier noch. So, wir müssen jetzt, glaube ich, innen durch, ne? Ja, wir müssen auch runter und in den Maschinenraum, aber ich bin schon hier unterwegs. Oh. Da steht noch einer von den Helden. Das ist ein Verlangung, ne? Ja. Ihr habt Helis, passt auf bitte, liebe Leute. Okay, Mission ist vorbei. Ja, Mission ist vorbei, wir haben nur einen lieben Leben. Könnt ihr nicht da hinten auf dem Steg landen und mit einem Sniper arbeiten? Für sie vom Land aus arbeiten? Nee, ist zu weit weg. Das ist zu weit weg? Okay, gefühlt steht die Yacht ziemlich nah dran. Ich habe da nämlich probiert zu landen. Wo bist du gelandet? Ich habe keinen erwischt. Okay. Trotz Thermoblasier. Aber ich probiere es noch. Alles gut, wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir halt irgendwas anderes kommen. Ich kann vom Strand aus vielleicht. Kannst du nicht oben auf dem Schiff landen? Auf dem Dach oben? Auf der Yacht? Da ist eine Plattform drauf. Ja, und dann versuchen wir da oben wegzuarbeiten und dann mit dem. Gibt es einen Hubschrauberlandeplatz? Ja, da habe ich mich eben draufgesetzt. Aber wurde dann rausgeschnallt. Rausgeschossen. Okay, weil ich würde ja dann versuchen, mit dem Lenkraketenwerfer oder sowas zum Beispiel die beiden Helis zu holen. Weil ich arbeite mich jetzt wieder hinten durch Zeck durch quasi, da Richtung Maschinenraum. Naja, mal gucken. Oder sollen wir auf euch warten? Wir müssen uns koordinieren, von oben und unten. Ja, soll ich kurz auf euch warten mit dem Helitrupp? Oder sollen wir schon ranfahren?
Ihr könnt schon ran. Ich weiß ja nicht, wie es mit dem Rausschießen bei Yvonne vom Helikopter rausschießt. Da fahren wir schon rein, also ran, so rum. Wir sind jetzt an seinem... Ja, ich hab euch gesehen, ich weiß, wo ihr seid. Hey, Mann. So, ich habe hier schon den ersten Teil weggeholt. Erstmal durch eine Papiertüte Cola trinken, kommt immer gut. Ja, der Mutter ist ja frei. Da hinten ist die Luke. Ah, steh mir nicht im Weg. Der wollte nicht weggehen. Danke. Alles gut. Nimmst du schon das erste Paket mit? Ja. Hab ich schon. Ich weiß, das ist doch einer. Ja, ja. Na komm, zeig dich. Komm. Komm raus. Komm. Warte, das machen wir anders. Hab ich? Ja. Ja, ich war auch mit drauf. Zweite Paket habe ich geholt. Die anderen müssten gefühlt oben sein. Ist das hier, weiter geht's hier nicht, ja? Ja, ich glaube, es geht nicht weiter runter, nein. Nee, ob man von hier aus auch hoch hätte kommen können, aber... Achso, keine Ahnung, du, das ist okay. Aber eigentlich müssten wir jetzt außen rum, es müssten jetzt noch 7 Stück oben liegen. Weiter oben liegen zumindest. Ich finde es immer geil, wie die trotz... Oh doch, das Headshots hat gehört. Okay. Da müsste wohl noch ein Paket liegen, hier hinten. Oder wo ist das? Hier, ich hab's. Wir sind oben ganz oben aufs Dach. Ja, sehr gut. Hier oben ist auch noch einer. Not cool. Not cool. You dick. Oh, sorry. Yes. War nicht so clever. Also ist jetzt nicht clever, aber so. Sinnlos. Ich sehe den nicht. Gefühlt sind noch... Ja, gefühlt sind aber welche ganz oben noch. Warte mal, du musst wahrscheinlich hoch über... Er lebt immer noch, Alter. Ja, die fressen teilweise echt... Ach, nee, doch nicht. Ich sehe sogar ein Kokainpäckchen. Ganz vorne an der Spitze. Hier ja. Musst du noch eins sein. Jo, hier hast du noch eins, habe ich. Sehr gut. 5 von 9, Leute. Wir müssen weiter nach oben. Ja, ich halte mich jetzt gerade raus, genau. Alter, was schießt du denn an mir vorbei? Hä? Was schießt du denn an mir vorbei gerade? Hier vorne, ja. Hab noch eins und jetzt 6 noch frei wählen. Warum explodiert denn hier irgendwo was? Ja, du, wir werfen. Thomas und so, die werfen schießt vom Granatwerfer. Ich bin gerade hier vorne drin. Nein, ich hab mit einer Explo. Einer war bei dir in der Nähe. Okay. Alles ist gut, solange. Digga, gib mir die auf die Nüsse. Ach, das bist. Mit der Papiertüte, das bin die. Oh. Wo war der denn? Hä? Ich seh den nicht. Oben. Wurde gerade beschossen. Oben über dir? Ach, da. Hab ich. Warte mal, hier hinten muss doch ein Kokain-Ding sein. Hier am Tisch. Hier unten, ja, ich hab's. Und eins liegt doch. Auf dem Hubschrauber-Landeplatz. Eins ist noch oben. Ja, wir brauchen noch die 2 Päckchen. So, also, eins hab ich hier. Ja, und eins liegt doch oben, auf dem Dach wahrscheinlich. Nee, nee, hier wo ich bin. Auf nee, dem nee. Level. Nee, auf. Achso, bei dir um den Baby, geht rein, holst du's, Baby? Ja. Gut, wir haben alles. Ja, ich bin schon unterwegs hoch.
So, ich bin im Hubschrauber. Dann kommt rein. Ich komm mit zu dir euch. Ja, wir kriegen. Heli? Ja, ich hänge fest. Hab ich rüber geknattert. So, alle einsteigen. Alle dran. Kev, was machst du da? Was Warum? Soll das? Da war ein Heli über uns. Ja, und da schießt du in deine eigenen Rotoren rein. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Wie war das vom Handy aus? Steig jetzt ein und komm. Ja, das habe ich dann auch gedacht. Dachte mir, ah, war vielleicht nicht ganz so clever. Seid ihr drin? Ja. Ja. Heli down. Ach Leute. Wie oft sollen wir das noch erklären? Bitte bei dem Spielen das Handy auf lautlos stellen. Das hat man aber. Ja, irgendwas ist da. Ja. Dann Musik aus, bitte. Oder irgendwelche Videos aufhören zu gucken. Ja, wie gesagt, die Musik, das kann sein, dass die Folge dann gestrikt wird. Oder beziehungsweise diese Passage dann stumm gestellt wird. Ja, wir haben ja auch Helis um uns rum. Ihr Leute, ihr müsst auch ein Heli auch schießen. Ich kann von der Seite aus nicht. Ich auch nicht, ich sitze vorne. So, Heli dreht ab. Und der andere qualmt. Flieg mal bitte nach rechts ja, ein bisschen genau. Ja, das mit dem Qualm, das bin ich gewesen. Das war dumm und eher unüberlegt von mir. Genau, weiter schön fliegen. Ja, einfach hier liegen. Aber erstmal, geh mal ein bisschen nach rechts, bitte. Ja, das ist die Militärbase. Rechts, nicht links. Rechts abdrehen. Nicht über die Militärbase, das ist Flugverbotszone. Ja, ich weiß nicht, wie das, ob das hier in der Mission ist. Ist, okay. Ja. Ich weiß, dass es ist, aber ob der das in der Mission nimmt. Ja, ist. Okay. Nee, dann lassen wir es. Vor allem, wenn wir schon 3 Sterne haben. Ja, wir hätten dann 4 und Raketen und so. Nee, alles gut. Wir packen ja schon irgendwie. So, Polizei weg, flieg zurück zum Lagerhaus und lande. Ja. Und dann haben wir das Thema auch geschafft. Bisher haben die keine Aussetzer. So, Gott sei Dank. Jetzt noch sicher landen. Jetzt, Heli explodiert. Vorsicht, wir müssen jeder noch reinlaufen. Thomas, vorsichtig wegen dem Schild. Dann ja. Einfach da vorne auf dem Parkplatz. Ich habe ein bisschen die Sonne. Kannst du nicht ein bisschen weiter nach links auf den Parkplatz da fliegen? Auf diesen Schotterweg da unten landen?
Weiter nach links. Weiter nach links, weiter nach links. Höher und weiter nach links. Und jetzt runter. Genau. Genau. Ich habe bei mir gerade von der Seite den besonderen Schuss. Okay. Ja, alles gut, passt ja. Deswegen haben wir dich ja gerade ein bisschen navigiert. Musste ich blind kriegen. Steigt ihr aus, ihr beiden? Oder, wir warten noch auf euch, weil wir. Ihr müsst auch mit in den Checkpoint. Wo ist ein Baby? Ach, da. War nur kurz auf Toilette. Achso. Sauber, Leute. Außer der kleine Fehler von mir, aber super gemacht trotzdem. What you got? Thomas, wieso fehlt dein Päckchen? Under interrogation, I wasn't here. Unless it's Trevor who's interrogating, in which case I was very much here. Ich brauch kein Päckchen. Ich bin nur Pilot gewesen. Ich bin nur mit dem Päckchen kann er besser fliegen. Thomas arbeitet nicht bei DHL, der braucht kein Päckchen. Ja. Verdient. Genau, der mit dem Raketenwerfer in die Rotorenblätter schießt, kriegt Platin, ist klar. Richtig. Ja, das hat das Spiel angerechnet, dachte ich mir, aber mit dem Fail, den müssen wir belohnen. Ach, herrlich. Leider. Der Spieler hat geguckt und hat gesagt, das ist der intelligenteste Player der Mission gewesen. Richtig. Ja. Der Horst kriegt Platin. Der Horst, ja, nicht der Host, der Horst. Hab ich doch gerade gesagt. Ach, mein Gott, das System ist sowieso kein. Ich weiß nicht, wie das System das rechnet. Ich weiß nicht, wie die Killstatistiken aussehen. Vielleicht rechnet er das danach. So. Da haben wir die gute alte Ladeschnecke. Auch jetzt nach. Ich glaube, 2013 kam das Spiel raus. 8 Jahren. Kriegt das Spiel das immer noch nicht auf die Reihe. Also ohne Lade hätte ich damit kein Problem. Oh. Gut. Dann hüpfe ich mal. Ich habe wieder eine Nachricht auf meinem. Ne, ich brauche kein Lade-Standing. Ich fahre mal kurz wieder ins Apartment und dann lade ich euch zur zweiten Mission. Ich gehe davon aus, dass wir die nicht beim ersten Mal schaffen. Aber mal gucken. Weil jetzt kommen nämlich die mit den Müllwagen. Kommt drauf an, wer der Fahrer ist. Das können wir jetzt gleich schauen, wie wir das machen. Das soll nicht heißen, dass ich Fahrer machen will. Ich dachte, das wäre jetzt eine freiwillige Meldung von dir gewesen. Also ja, ich mach. Okay. Ja. Ich wollte es nur klarstellen, dass es nicht nachher heißt, ich bringe mich vor. Nein, alles gut. Wenn du sagst, du möchtest das gerne machen, dann ist das auch vollkommen okay. Also ich berücksichtige hier auch Jobwünsche. Ich dachte, Thomas wäre der mit dem Arbeitsamt gewesen. Ja, wünsch dir was. Na doch, sind wir hier bei Wünsch dir was. Warum nicht? So. So, einmal kurz halt. Ja, excuse me for walking. Hier, Dickerchen. Bam. Das ist doch ein schönes Bild hier. Warte. Du machst wieder Unfug. Sehe ich. So ein bisschen im Gefühl. Oh, ich wollte gerade ein Selfie mit uns machen, ja. Ich bin schon wieder im Apartment, also ich bin schon wieder raus, bin schon weg. Prügelt sich hier Baby noch mit irgendeinem Fußgänger? Ach, der Thomas ist nicht auf der Lobby, okay. Ja, ich habe auch gerade irgendwas umgeschlagen. So, und die Müllwagen machen wir dann in der nächsten Folge.